Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir hier die Burg erklungen mit diesen Wächterdingern und so. Hat ziemlich lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt von hier aus ein bisschen um. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Schreine gesehen, die wir machen wollen. Und Labyrinth haben wir noch auf der Karte erkannt. Gibt es mehr, deswegen, ja. Gute Frage, wo wir jetzt anfangen. Bei dem Schrein da vorne. Der sieht hübsch aus. Nicht hier unten der? Von mir ist auch der. Wir können ja vom Turm aus zu allen springen. Der letzte Part war lustig am Ende. Ja, lass mich. Ha, ha, ha. Hey, das Lustige ist, wenn du nicht alle Schilde verbrauchst, lädt sich das dritte Schild nicht auf. Alter, wie weit? Will mich doch verarschen, das Vieh. Jetzt zu Kafui-Schrein. Und damit dann können wir auch wieder was erhöhen. Soll es aber für eine Einheit sein, von der Ausdauerleiste. Ein Viertel ist es nicht, ist es ein Fünftel oder so. Jizu Kafuis Apparatur. Oh, schon wieder so etwas, sehr schön. Spaß, Spaß, Spaß. Also du musst es so machen, dass du da durchlaufen kannst. Und so schon mal nicht. Das würde gehen. Die Frage, wo die Truhen hier sind oder ob es Truhen gibt. Was aber gibt es gerne euch dazu zu bringen, den Kanal zu abonnieren. Es sind immer noch viel zu wenig Leute, die das nicht tun. Leute, ihr habt keine Nachteile da. Macht das, like gerne die Videos. Gebt auch Daumen runter, wenn ihr das wollt. Joint im Discord. Und gebt Kommis. Oh, da ist eine Truhe da hinten. Wie kommt man da drauf? Oh, da hoch irgendwas. Ich muss es nochmal machen und dann drauf gehen, ne? Alter. Sehr gut. Schuppenlanze. Warte. Ach, Mann. Wie schön. Ja, wir haben zweimal diesen Drillbohrer. Aber die Sock, dann würde ich lieber einen Hammer wegwerfen. Von mir aus. Mag die. Tschüss, Hammer. Jetzt musst du kurz warten. Warte. Ja, Leute, hier, ich hab's gleich. Das ist nämlich, die stärksten Sora-Krieger verwenden diese Lanze. Die elegante Klinge gleicht einem Fischschwanz und durchdringt auch die härtesten Schuppen. Haben was? Was? So schnell? Weiß ich doch nicht. Nein. Oh, das kennt man auch, dieses Spielchen. Na. Danke. Jetzt war's das. Wupp, wupp. Ich glaube, da geht's noch weiter auf der Seite, oder? Nö. Kannst du ja nicht weiterlaufen? Nein, da ist eine Wand. Eine Truhe ist mir immer suspekt, aber gut. Warum kann man da runterlaufen? Warum kann man da unten sein?
Man weiß es. Na gut. It's okay. Ja. Gib mal her. Alter, wir haben schon 20. 20 von 120. Und 23 Krux. Ha. Hahaha. Sei ruhig. Gut. Back to the tower. Ich finde es nur schwierig ab jetzt, weil jetzt, wenn man die Karte dann vollständig aufgedeckt hat, werden die Gebiete nicht mehr unterteilt. Also es steht grob da, was Akala ist und was Ranel ist oder was Eldin ist, aber das ist keine, durch keine Linie getrennt oder sowas. Finde ich jetzt nicht schlimm. Hm. Weiß ich nicht. Yay! Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall zwischenlanden bei dem. Da drüben irgendwo. Noch direkt hier vorne zwischenlanden? Ja. Willst du das? Ja. Wollen da drauf hüpfen auf die Drohne? Ich glaube, das geht, aber es ist nicht so leicht. Ey! Natürlich überlebt das. Was denkst du eigentlich? Ach Jan, das hatten wir doch noch nie mit mehr. Ich hab's doch in den Kopf getroffen. Nee, das war kein Kopf. Und es war kein normales Wildschwein, wie soll ich sehen. Was ist das da? Da ist eine Lanze angelehnt. Du bist schon wieder dran vorbeigelaufen, ja da. Achso, da hat eine Lanze, okay. Lame. Oh, da gibt's Brücken. Brücken ins Glück. Sieht hübsch aus. Ja. Oh. Da sieht's nach Kott aus. Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Das Gras kannst du übrigens auch einsammeln, das Grüne da, das halt auch. Flammenwerfer, hallo? Ist ja schnell. Wow. Da ist er weggeplatzt. Hört nicht geschrien. Alter Luxuswild. Der schreit doch nicht, der heult. Auch das nicht. Enten. Da vorne ist wieder ein Wildschwein. Zu spät. Auf und davon. Ist hübsch. Oh, ist das hier hübsch. Hm.
Nicht wie dieser eine Wald da in Karmesin Purpur, der auch so rot ist. Halt, Schwertling. Das Muster dieses Pilzes erinnert an von einem Schwert verursachten Schramm. Die Wirkstoffe in seinen Lamellen steigern den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Da ist der Stern. Oh nein, Ivarok. Sieht man doch. Sammel doch die Rübe ein! Mann, das war doch ein gutes Highlight-Item. Ja, gleich. Nein. Oh, doch, kein Überraschung. Das sieht man doch. Ach, schön. Ja, gut, Ivarok ist halt nicht so braun. Südakala-Brücke Ost. Was? Was denn jetzt? Süd oder Ost? Südost. Geflügel. Armpferd. Da ist noch eine Maxi-Rübe. Sagen Sie mal. Was soll denn das werden? Sehr gut. Da ist er runtergefallen, der arme Mensch. Ne, ist nicht mein Mensch. Oh, da sind drei von diesen Statuen. Oh. Alter. Angriff! Oh, jetzt hauen sie alle ab. Oh, hier muss man auch wieder einen Apfel hinlegen. Okay. Wild kann ich immer noch nicht gut jagen. Wolfsfeld. Gut erkannt, gut erkannt. Danke für die Gabe. Und los geht's. Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen schönen Tag. Oh, ein Kampfschreien. Oh, das habe ich gar nicht vorgelesen. Nee. Was stand da denn? Mit Schwierigkeitsgrad? Leicht. Vielleicht dann ist das easy. Jetzt hat die Stefanie sich gemeldet bei dem Pikachu-Ding mit dem Spiel mit Yoshi's Woolly World, Ikarus und noch ganz vielen anderen. Ich möchte nur alles zusammen verkaufen. Absolute Schmerzgrenze sind 185 zuzüglich Versandkosten. Wie viel sind Versandkosten? Weiß ich nicht, 5 bis 10 Euro.
Ich guck mir das gleich mal an, vielleicht immer. Und PayPal-Gebühren, wenn ich PayPal zahlen will und Körperschutz haben will. Willst du mal. Wollte ich nicht sagen. Weiß es nicht mehr. Ach man. Ey! Krass. Wächter Axt. Nanowächter sind mit so einer Waffe ausgestattet. Die breite, dünne Schneide wurde mit antiker Technologie erschaffen. Stark, aber nicht sehr haltbar. Ach so, waren da genug Bilder beim DS? Alle Anzeigen haben Bilder. Ich hab da genug waren, meine ich. Ob du jetzt irgendwas Was heißt denn erkennst, genug? Was ist denn genug? Ob man da irgendwas erkennt, dass da irgendwas... Alter. Antiker Riesenkern. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Der hat große Kerne, sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Das sind schon Bilder. Wo ich sage, das ist nicht wenig. Wir gucken gleich nochmal. Dann entscheiden wir. Warte mal, was noch den letzten, den wir da anvisiert haben. Und dann können wir zum Schluss nochmal uns Leben abholen. Wo ist denn der? So, was denn? Nee. Der letzte Anvisierte. Das siehst du doch nicht da auf der Karte. Ja doch, das müsste hier so ein rotes oder so sein. So, Wir gucken nochmal. Vielleicht ist irgendwas überschrieben worden oder so. Oder wir hatten doch nur zwei, ich bin verwirrt. Let's take a look. Die sich da oben bewegen. Krabbel, krabbel. Kannst übrigens das Ding wieder ausziehen. Ja. Das ist nur ein... Das ist das Schlechteste vom Schutz her, was du hast. Was ist das da in der Mitte? Das ist interessant. Das habe ich mir auch schon gedacht. Oh doch, hier friert man doch. Auch ein paar Stellen, die schön aus. Wir können mal in den Kreis fliegen. Ich sehe jetzt hier aber keinen. Ja, wir fliegen in den Kreis. Wird nichts. Ich mach mir von dem Dungeon da hinten aus, glaube ich. Ich glaube, das ist besser, oder? Mal von hier aus da in der Mitte fliegen. Ja. Die Materie löst sich einfach auf. Schwuppdiwupp. Schwubbidi-wupp-wupp. Wuppdi-schwubbidupp. Dahishino-Schrein, das war's. Was ist das? Ist das eine Feenquelle? Weiß es nicht. Nee. Oder?
Bin ich mal in der Nähe von irgendwas? Ach, hier ist ein Stein. Was hast du denn hier? Ein Gebetsding. Also Herz, ja? Ja. Dann gehen wir gleich nochmal da zurück. Ich will wissen, was da war. Da war irgendwas Orangenes. Alter, wir haben schon 9 Herzen. Das war's hier schon. Hä, ist da was Schönes? Das war's hier schon. Genau wie mit Jan mit den Spielen. Ich will noch mehr Spiele haben. Ja. Da sind, weiß nicht, wie viel dabei. Ich will noch mehr. Noch mehr und andere. Und da hinten ist einer. Oder gehen wir jetzt nicht? Ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Mal das. Ist doch richtig. Wo ist es hin? Hier oben. Ist doch Akala. Ja. Nächster Part. Nee, wir gehen jetzt nochmal da rüber. Ich will wissen, was da ist. Das schien mir wie ein. Aber was ist es? Ist auch sehr verlassen, Akala. Akala ist hier fast nix. Ich weiß auch nicht mal, ob es den richtigen Ort gibt. Auf jeden Fall ein Typ, der hier. Oh, was steht auf dem Schild? Das interessiert mich jetzt. Akala-See, Stall von Ost-Akala, ja, ja, ja. Akala-Institut. Okay. Warum ist ein Stall oder wie? Ich weiß, der da. Und das war schon mal, wo wir ins nächsten Part vielleicht hingehen können. Und gibt's hier Brände von euch? Nutzt den Wind. Und drüber, juhu. Was? Also halb. Was ist hier jetzt auch noch? Ja, auch huhu. Auch irgendwas. Das eine Kraut kennen wir, glaube ich, nicht, oder? Oder doch? Ah, doch, das war das andere. Okay. Brustkraut. Ah, da ist ein Krog-Ding, aber da wollen wir jetzt nicht hin, das ist die voll falsche Richtung. Ja. Alter, wie schnell! Kommen wir auch nicht hinter. Oder, oh doch, das ist war das. War ja gerade. Also, das sah höher aus. Nochmal machen oder gehen? Ja, mach doch nochmal. Du warst zu langsam. Ganz einfach. Viel schneller kann ich auch gar nicht sein. Naja, du verbaust ja auch so zu blöd. Ey! Nee, Jan, du bist zu schlecht, du schaffst das nicht weiter jetzt. Wird nix. Hör auf immer zu sagen, dass ich zu schlecht bin. Ja, aber du rennst zu früh, da sollte man nicht rennen. Du brauchst dieses für den Hauruck hoch und dass du auch fliegen kannst. Du hast am Ende gar keine Ausdauer mehr gehabt. Das muss man sich besser einteilen da. Für das Setup, was wir gerade haben mit Ausdauer und Leben, bist du zu schlecht gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Man kann es sich natürlich einfacher machen, auch vor allem, wenn man diesen Move hat, der einen der anderen Recken noch bereitet. Aber ja. So, wo ist denn jetzt das, was ich meinte? Da geradeaus, glaube ich. War das so weit weg? Das war ziemlich weit weg, ja.
Und das war hier, nee, hier unten war es. Oder? Ja. Und er dann auch aus. Ey! Da ist doch eine Fee. Da ist doch eine Fee. Oha. Haben wir genug Geld? Wir haben genug Geld. Und die müssen wir ja bestechen, die Alte. Oh, da waren Feen. Junger Mann, bitte hör mich an. Ich bin die große Fee Mia. Hier war früher eine wunderschöne Quelle, aber jetzt nicht mehr, ja. Und doch im Laufe des Jahres spendeten die Leute immer weniger Biene. Ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich selbst, ein kleiner Betrag hilft schon. Gib mir doch, ich brauche 500. Meine Kraft wieder zu lang, brauche ich 500. Bitteschön. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zu. Oha. Aha. So, was macht sie jetzt, frage ich mich. Du hast mich befreit. Oh, ich hatte jemand Größeres mit mehr Muskeln erwartet. Tja, aber wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du schon wie ein süß, du Schnuckel. Ah, dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken, sofern ich die richtigen Materialien habe. Was willst du? Ich kann ein gutes Stück verbessern. Oha. Sportechsen, ey. Vielleicht hat das nur die Abwehr oder auch die Klettertempo? Steht doch da Klettertempo. Nee, ich glaube, das ist der allgemeine Effekt. Den haben wir noch gar nicht verbessert. Nee, einmal können wir noch. Das erste Mal halt. Ja, aber die anderen hatten wir doch einmal verbessert. Und die anderen können ja auch noch einmal verbessert werden. Das ist doch das einzige Teil von dieser Rüstung, die wir nicht verbessert hatten. Ja, ich weiß, aber hier bräuchten wir noch viel mehr Löschechsen. Ja, ja, klar. Aber dann ist die Frage, ob wir das, wenn wir es hier verbessern, bei der anderen nochmal verbessern können. Mit Sicherheit. Das ist ja ein gutes Stück. Ich denke aber, dass die zwei Stufen hat. Wir gucken einfach. Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Also, wir müssten gegebenenfalls neuen Sportechsen sammeln. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ja, ja. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier weiter umsehen in Akala. Ihr seid ja das Akala-Institut, da wollten wir auch mal hinlegen, dem einen Typen. Was machst du? Wir gucken, ob wir es bei ihr nochmal verbessern können. Ich denke es aber schon. Ja, das meinte ich nicht bei ihr, bei der anderen, weil die eine macht es ein bisschen und sie macht es viel. Ja, das ist ja theoretisch genauso viel. Du kannst es halt bei ihr nur eine Stufe weitermachen. Also bei der kannst du es halt bis auf Stufe und bei der anderen halt nur bis auf Stufe das andere, deswegen. Das war ja genauso, weil, also von der Menge her war es ja genau gleich viel. Wir können ihn hier auch nochmal verbessern. Naja, wir werden es schauen. Vielleicht brauchen wir es ja auch gar nicht. Aber in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich hier weiter gucken. Akala-Institut, wo bist du? Aber das sollte ich auf jeden Fall nicht verpassen und Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.